Grüß Gott. Guten Tag für die Deutschen. Wie gesagt, ich bin der Markus, bin aus Österreich, aus Wien. Ich bin 40 Jahre alt und im November mache ich 4 Jahre in der Gemeinschaft Cenacolo. Ich habe in Österreich begonnen im Haus in Kleinfrauenheit. Nach 2,5 Jahren bin ich dann versetzt worden nach Italien, wo ich 1,5 Jahre war. Und jetzt habe ich dieses kleine Geschenk bekommen, nach Medjugorje zu kommen. Bin seit 6 Tagen hier und sie haben mich gleich für die Zeugnisse eingeteilt. Zu meiner großen Freude, ich habe es gut angenommen, das ist halt auch die Vorsehung, weil mir hat es nie gefallen, vor Leuten zu sprechen, schon gar nicht nüchtern. Vor kurzem habe ich vor 600 Ukrainern gesprochen, wurde dann ins Ukrainische von Deutschen übersetzt. Es war eine schöne Erfahrung und es hat mir auch sehr geholfen, weil auch heute oft kämpfe ich noch mit meiner Depression und falle immer wieder zurück in Negativität, muss ich auch sagen. Ich werde mein Leben lang kämpfen, weil ich habe auch sehr, sehr lange getrunken. Wie ich 26 Jahre war, bin ich eigentlich zum Spiegeltrinker geworden und habe ich bin mit 36 in die Gemeinschaft eingetreten, habe fast mehr als 10 Jahre jeden Tag getrunken. Ich habe schon sehr früh Kontakt mit dem Alkohol aufgenommen. Es war schon mit 7 Jahren, wie sie meine Eltern geschieden haben, habe ich das erste Mal zum Most gegriffen und nicht zum Apfelsaft. Mit 10, wie ich eine Halbschwester bekommen habe. Ich hatte sehr schon früh begonnen, den Alkohol zu benutzen. Damals habe ich es nicht verstanden, wie es möglich ist, dass junge Menschen schon das so ein bisschen verstehen. Heute, wo ich erkannt habe, dass ich ein Alkoholproblem habe, ein Alkoholiker bin, verstehe ich das ganz gut. Auch weil mein Großvater war Alkoholiker und er war meine Vaterfigur, vor allem danach, wie sich meine Eltern scheiden haben lassen. Und es war nicht so einfach. Ne? Man sieht dann halt und man nimmt sich immer das Positive heraus. Und wir wissen, antidepressiv ist der Alkohol schon auch. Es ist nicht nur schlecht. Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich habe dann im Endeffekt mein Leben lang getrunken. Und das Trinken war dann eigentlich nicht das Problem. Das Problem war, ich bin immer weitergegangen. Ich bin nicht einmal, wenn ich hingefallen bin, bin ich aufgestanden. Ich habe Karriere gemacht, ich bin meinen Sport nachgegangen. Ich hatte grundsätzlich kein Problem. Für mich war es normal, betrunken zu sein. Ich konnte normal sprechen, normal gehen, normal meiner Arbeit nachgehen. Ich konnte 20 Kilometer laufen gehen und das nach, wo ich am Vortag 2 Liter Alkohol getrunken habe, bin ich in der Früh aufgestanden. Für mich war es normal, es war dann schon viel Arroganz dahinter auch. Arroganz ist ein deutsches Wort? Ja, okay, danke. Nach 1,5 Jahren Italienisch, es fällt mir manchmal schwer, die Wörter zu verstehen, die richtigen zu nehmen. Ja, am Ende eigentlich ist es die Depression, die mich zerstört hat. Ich konnte einfach nicht mehr mit diesem ganzen Versteckspiel die Menschen nur treffen, wann ich wusste, dass sie nicht verstehen, dass ich betrunken bin. In Krankenstand zu gehen, wann es notwendig ist. Aus der Arbeit hinauszugehen, die anderen für mich arbeiten zu lassen, Karriere zu machen auf den Rücken von anderen. Es kostet sehr viel Energie. Und am Schluss, die Depression hat mich dann zerstört. Ich konnte nicht mehr, auch ich wollte nicht mehr das Versteckspiel. Am Schluss eigentlich, ich habe verstanden, ich muss was tun, weil ich war betrunken am Ende, am Boden in meiner Wohnung. Ich wollte nicht mehr leben. So wie Mutter Elvira sagt, na, die Jungs haben nach dem Leben gefragt. Ich war zu feig, mich umzubringen, Gott sei Dank. Aber ich war nicht mehr fähig zu leben, ich war ein Kadaver. Ich konnte nicht mehr und eigentlich war mein Leben zu Ende. Ne? Zum Glück bin ich religiös erzogen und ich kann auch sagen, ich bin ein Kind von Medjugorje. Mit 15 Jahren bin ich auch das erste Mal nach Medjugorje gegangen, über 10 Jahre zum Jugendfestival. Man sieht, ich hatte beide Straßen, die Straße des Gottes und die Straße des Alkohols, der Droge. Ich habe auch lange Zeit Drogenversuch genommen, das war aber nicht immer mein großes Problem. Und ich kannte die Gemeinschaft. Ne? Es war für mich aber nie eine Möglichkeit, in die Gemeinschaft einzutreten. Die Vorstellung, 2, 3 Jahre meines Lebens in einer Gemeinschaft zu verbringen und alles hinter mir zu lassen, meine Wohnung, meine Arbeit, das Geld, meine Freunde, es war unmöglich. Da war schon eher die Klinik mit 3 Monaten, 6 Monate, war schon eher verständlich, das konnte ich schon machen. Wo ich meinen Job verloren habe, hatte ich die Klinik gemacht, aber
es hat mir nichts geholfen. Ich war ein paar Monate trocken und danach habe ich schon wieder langsam angefangen zu trinken und dasselbe Spiel von vorne. Und da war ich froh eigentlich, aufgrund meines Glaubens hatte ich auch immer viele christliche Freunde, auch viele Priesterfreunde. Und da kam der Moment, dass sie mir halt wirklich auch ans Herz gelegt haben, die Gemeinschaft Cenacolo. Sie hören es in den Zeugnissen immer, so wie auch. Wir können froh sein, dass wir priesterliche Freunde haben, dass wir auch immer jemanden haben, der für uns gebetet hat. Vergesst nicht, wie wichtig es ist, für die anderen zu beten. Wir haben es gebraucht und es hat uns das Leben gerettet eigentlich. Ne? Sie, am Ende bin ich dann in die Gemeinschaft eingetreten und es war nicht einfach, weil die Depression war stark. Ich konnte das erste halbe Jahr, wollte ich mit niemandem sprechen. Ich konnte das Allerheiligste nicht anschauen während dem Gebet, weil einige Jahre vor dem Eintritt habe ich auch die Beziehung mit Gott meine Beziehung gebrochen, kann man so sagen. Sie verstehen es hoffentlich. Ich habe wirklich das Kreuz genommen, die Mutter Gottes, und ich habe es weggeworfen. Ich wusste, Gott existiert, aber ich habe die Straße in die andere Richtung gewählt. Ganz klar mit dem Wissen, dass Gott existiert. Ich habe Gott die ganze Schuld gegeben. Ich habe nicht akzeptieren wollen, dass es mein Fehler war, dass er mir eigentlich alles geben wollte. Und ich bin gegen ihn angegangen. Zeitweise ist es auch gut gegangen. Ich habe Karriere gemacht. Ich habe mein Spiel gespielt. Aber dann war es einfach vorbei. Und dadurch hatte ich auch wirklich Probleme, wie ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Das Gebet war früher für mich normal, in der Gemeinschaft war es schwierig, 3 Rosenkränze am Tag zu beten, 2 in Knien vor dem Allerheiligsten. Aber mit der Zeit, das Gebet war wirklich meine Medizin, so wie die Mutter Elvira sagt. Man glaubt es nicht, aber es verändert einen. Es ist wie das Solarium. Auch wenn man nicht beten möchte, das Allerheiligste bräunt uns ein wenig. Deswegen sind wir auch so viel in der Kapelle und beten. Es sind auch, wie mein Kollege auch schon erzählt hat, es sind die ganzen Hilfe der Leute, die Schutzengel. Ich hingegen hatte 3 Schutzengel, fast 3 Monate. Normal hat man einen Monat. Ich war so depressiv und wollte auch nichts verstehen oder akzeptieren, dass ich schlecht gelebt habe. Ich habe immer nur das Gute gesehen meines Lebens. Ne? Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Es war nur wirklich schwierig. Ich habe über 20 Jahre alleine gelebt. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich hatte über mir nicht mal mehr Gott. Ich machte, was ich wollte. Danach bin ich in eine Gemeinschaft eingetreten, wo ich nach Regeln leben musste. Nach komischen Regeln manchmal, wie die Wäsche mit der Hand zu waschen. In Österreich waschen wir unser Waschbecken, machen nur samstags Dusche. Man versteht erst überhaupt nicht, wo man eigentlich gelandet ist und was man dort eigentlich macht. Ne? Aber man versteht es danach. Es ist wirklich eine Heilung gewesen. Und die Zeit, die ich einfach verbringen konnte im Gebet, mit der Hilfe, mit den anderen, mit den Brüdern, das Gemeinsamsein, nie alleine zu sein, immer die miteinander zu plaudern, mitzuteilen, was man eigentlich lebt, die Schwierigkeiten. Und was mir dann halt wirklich auch geholfen hat, mir zu vergeben. Ich habe viel gebeichtet, ich habe nicht mehr in die Barmherzigkeit Gottes geglaubt, aber es hat sich dann verändert. Mit den Jahren hat sich's verändert und ich habe auch verstanden, dass ich mir selbst vergeben darf, das war überhaupt ein schwieriger Moment, aber die Mitbrüder haben mir geholfen, wirklich mit ihrer Liebe, die sie mir jeden Tag gegeben haben, dass sie mich akzeptiert haben, wie ich war und dass ich am nächsten Tag auch weitergehen konnte, ohne dass ich irgendwie früher, wenn ich in der Früh aufgewacht bin, ein schlechtes Gewissen hatte, habe ich zur Flasche gegriffen und es ist mir wieder gut gegangen. Das musste ich in der Gemeinschaft mal überwinden und es war nicht so einfach. Heute nach den vielen Jahren, oft fühle ich mich schon ein wenig eingeschlossen mit den ganzen Regeln und das nicht nach Hause gehen. Wir dürfen erst nach 2 Jahren nach Hause gehen. Wenn wir hinausgehen, beten wir den Rosenkranz, ansonsten sind wir immer hier hinter den Mauern. Aber ich muss sagen, und so möchte ich dann auch das Zeugnis beginnen, das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich frei. Dankeschön.